Hallo, schön, dass du da bist hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, deinem Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so, dass du da bist heute mit einer so schönen, inspirierenden, mutmachenden Folge zum Thema Burnout und wie wir feststellen können, ob wir im Burnout sind, wie wir wieder rauskommen können aus dem Burnout. Und genau darüber spreche ich mit der wundervollen Christina Hillesheim, die selber Mama ist, ein eigenes Business hat und voll im Burnout drin war. Komplett in den Burnout reingerasselt ist und daraus dann tatsächlich ihr eigenes Business auch aufgebaut hat. Sie ist unter anderem auch Bloggerin, eine unfassbar inspirierende, coole Socke und es hat einfach so viel Spaß gemacht, mit ihr zu sprechen und vor allen Dingen aber auch ihr Wissen dazu zu bekommen. Woran hat sie gemerkt, dass sie im Burnout ist? Was hat ihr dabei geholfen, während sie im Burnout war, da wieder rauszukommen? Und wir sprechen über die spirituellen Tools, die ihr geholfen haben. Wir sprechen darüber, wie sie sich mental wieder gestärkt hat und wir sprechen natürlich auch darüber, wozu so ein Burnout vielleicht auch sogar gut sein kann, im Sinne von, dass er uns dabei helfen kann, ein authentischeres, wahrhaftigeres Leben für uns zu erschaffen. Und ich glaube, Burnout ist ein Thema, was so wichtig ist, dass wir darüber sprechen. Und wenn ich mein letztes Jahr angucke, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie oft ich so knapp an einem Burnout vorbeigeschlittert bin und mich zum Glück immer wieder ja irgendwie auffangen konnte und immer wieder in jedes Mal, so kurz bevor ich gemerkt habe, jetzt wird's eng, zum Glück Hilfe hatte, Unterstützung hatte und es mir gut geht. Aber ich weiß deswegen, wie schnell es dann doch, oder was heißt schnell, aber schnell ist es ja eigentlich nicht, eher ein schleichender Prozess, aber wie es sich anfühlt, auch kurz davor zu stehen und wie wichtig es ist, entweder wenn man voll drin ist, aber auch vorher einfach zu gucken, wie kann ich für mich sorgen, wie kann ich für mich da sein, wie kann ich diesen Prozess für mich gerade auch annehmen und wie kann ich gucken, dass es mir wieder besser geht. Darum geht's heute und ich hoffe, dass du dir ganz viel aus diesem Gespräch mitnehmen kannst. Und bevor es jetzt losgeht, Freunde, ich habe noch so eine mega krasse Überraschung für euch. Es ist wirklich, ich bin so excited. Und zwar habe ich in den letzten Monaten an einem Geheimprojekt gearbeitet mit meinem Team zusammen. Und zwar haben wir einen zweiten Podcast gestartet. Oh mein Gott, ja, einen zweiten Podcast. Es gibt einen zweiten Podcast von mir und zwar Laura's Coaching Secrets. Das ist ein Secret-Podcast, wie der Titel schon verrät. Das heißt, du findest diesen Podcast nicht, indem du ihn einfach auf iTunes oder Spotify oder YouTube suchst. Du wirst ihn nicht finden. Du findest ihn nur über einen Link. Diesen Link findest du hier auch in den Shownotes. Und der Podcast wird auch nur für eine begrenzte Zeit zur Verfügung sein. Er ist seit gestern online. Und du kannst da jetzt voll reintauchen. Es sind insgesamt 10 Folgen. Jeden Tag, 5 Tage lang, werden 2 Folgen veröffentlicht. Das ist immer eine Solo-Folge und eine Coaching-Folge. Und was ich in diesem Podcast mache, ist, dich mitzunehmen hinter die Kulissen meiner Arbeit, wie ich als Coach arbeite, wie ich als Spiritual Life Coach arbeite, was Tools sind, die mir helfen und die dich auch darin unterstützen können, falls du selber auch als Coach schon arbeitest oder gerne noch als Coach arbeiten möchtest, dass du da ganz viel Inspiration bekommst und mir so ein bisschen über die Schulter gucken kannst, weil ich schon ein sehr, aber einen sehr eigenen Coaching-Stil entwickelt habe über die letzten Jahre und ich freue mich sehr, ihn unter anderem hier in diesem Coaching-Podcast mit dir zu teilen. Laura's Coaching Secrets ist ab jetzt da. Du kannst ab jetzt reinhören. Link findest du in den Shownotes. Wie gesagt, du kommst nur über den Link zu den Shownotes. Der ist sonst nirgendwo verfügbar, dieser Podcast. Und wenn du auf den Link klickst, kannst du dann aussuchen, ob du ihn auf Spotify hören willst, auf iTunes hören willst, auf YouTube hören willst. Aber der Link ist secret. Genau. Und ich wünsche dir wahnsinnig viel Freude dabei. Du hast unter anderem die Möglichkeit, auch einen Platz zu meiner Spiritual Life Coach Ausbildung zu gewinnen in diesem Podcast. Was so cool ist, die Anmeldung zur Spiritual Life Coach Ausbildung startet jetzt am 19.07. Da kannst du dann auch super gerne dabei sein. Nein, das ist Quatsch, nicht am 19.07. Sage mal, Laura, am 19.06. jetzt im Juni startet die Anmeldung. Und da freue ich mich natürlich auch schon riesig dabei über alle, die dabei sein werden bei dem ersten Durchgang von der Spiritual Life Coach Ausbildung bei Laura Marlina Seiler.
Also ich freue mich auf euch. Alle Links dazu in den Shownotes und der Podcast, der Secret Podcast ist wirklich für dich, wenn du meine besten Coaching-Tools sehen möchtest, hören möchtest, ein paar Live-Coachings mitnehmen möchtest, wenn du gerne in die Sichtbarkeit kommen möchtest, wenn du als Coach arbeiten möchtest, wenn du Inspiration zu deiner eigenen Weiterentwicklung bekommen möchtest. Und es ist wirklich so ein Energy-Boost. Es hat so viel Spaß gemacht, den aufzunehmen. Also hör rein. Unter anderem geht es um Money-Mindset, Sichtbarkeit, Glaubenssätze auflösen. Also the sweetest of the sweetest, my friends. Hört rein, genießt es und jetzt ganz viel Freude mit dem Podcast-Interview mit der wundervollen Christina Hillesheim. Ich freue mich so sehr, heute eine so tolle, inspirierende Frau hier im Podcast zu haben. Christina Hillesheim, willkommen. So schön, dass du da Danke. Bist. Ich freue mich auch. Unendlich. Man muss sagen, wir hatten gerade ein etwas ruppigen Start tatsächlich, weil wir die Zeiten vercheckt haben und ich dachte, es fängt eine Stunde später an und deswegen muss ich mich gerade innerlich noch ein bisschen sortieren, deswegen Entschuldigung an alle auch, wenn irgendwas gerade ungeordnet ist oder ich gerade irgendwie gefühlt noch ein bisschen woanders bin, aber ich freue mich trotzdem so sehr, dass wir jetzt hier sitzen, Zeit miteinander haben und als ich von dir gelesen habe, habe ich gedacht, so spannend, inspirierend und mutmachend, deine Geschichte. Und es gab ganz viel, wo ich mich irgendwie so mit identifizieren konnte. Auch dieses Machen, Machen, Machen und gar nicht irgendwie zu merken, wo man da gerade eigentlich drin ist und auch gar nicht so richtig zu merken, wie es einem geht. Wo würdest du deine Geschichte anfangen lassen? Ach, das ist eine gute Frage. Also für die Menschen, die mich nicht kennen, ich hatte ja einen Burnout 2016 und das kam eben ein bisschen so aus diesem, wie du gerade gesagt hast, ne, machen, 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 immer höher, immer schneller, immer weiter. Und ich habe dann schon so gemerkt und ich glaube, es geht ja vielen so, boah, ich bin schon gestresst, ich schlafe total schlecht und ich hatte damals noch keine Kinder, ja. Also da habe ich einfach nur schlecht geschlafen, weil ich so super gestresst war. Dann habe ich halt gemerkt, okay, mir geht's immer schlechter. Und irgendwann war dann wirklich so ein Punkt, wo ich dachte, ich kann jetzt nicht mehr arbeiten gehen. Und das war dann schon wirklich so der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, ich brauche jetzt Hilfe, ich muss jetzt auch zum Arzt und ich muss jetzt was verändern. So. Und das war quasi der Punkt, wo meine Geschichte in dem Sinne angefangen hat, dass ich halt gemerkt habe, das alte Leben, wie ich es gelebt habe, ist jetzt zu Ende. Und jetzt fängt einfach ein neues Kapitel an. Und du hast am Anfang schon gesagt, das ist halt dieses, wo ich so gerne Mut machen würde, dass halt danach das Leben nach so einer Krise kann halt viel schöner sein als vorher. Und es ist halt ganz oft eigentlich so, ne? Und klar, in der Krise selber siehst du das nicht. Und dann ist die natürlich trotzdem scheiße, jetzt um es so deutlich zu sagen. Aber also im Nachhinein kann man halt, finde ich, voll viel aus so schwierigen Zeiten auch mitnehmen. Ich würde gerne kurz nochmal zurückspringen in das Jahr 2016, weil du hast ein paar Dinge gesagt, die, glaube ich, total wichtig sind, um da nochmal ein bisschen tiefer reinzugehen. Also du hast... Kannst du kurz nochmal erzählen, als was du gearbeitet hast? Was war dein Job? Ich war Chefredakteurin bei einem Fachmagazin. Mhm. Es war jetzt aber gar nicht so der Job nur so, mhm. weil oft ist es halt so, ja, Burnout-Job, ja, stressiger Job. Nur der Job ist in Anführungsstrichen schuld. Aber bei mir war das halt so, und ich glaube, es ist oft so, in allen Lebensbereichen war ich einfach unzufrieden so. Also ich hatte ein paar schwierige Trennungen hinter mir. Ach, da waren ganz, ganz viele Sachen, wo im Nachhinein über Jahrzehnte, wo sich so aufgestaut hatte. Und das ist dann, glaube ich, so, also habe ich für mich herausgefunden, wenn du halt in jedem Lebensbereich, wenn es überall so kriselt und du gar keinen Halt mehr hast, so, dann ist halt oft so, dass wo das Kartenhaus dann einstürzt. Also Job war dann auch, aber eher im Sinne von so Verantwortung, würde ich im Nachhinein sagen, nicht so Stress, so dieser klassische Stress. Es gibt auch ein cooles Buch, das heißt Burnout kommt nicht nur von Stress. Das ist, glaube ich, Dr. Miriam Priest. Und das ist halt auch so, wo das wirklich so beschrieben wird. Ne? Das ist, Stress ist ja, du hast wahrscheinlich jetzt auch Stress, ja. Mit zwei Kindern, ich habe auch Stress, aber es ist halt ein anderer Stress oder es sind halt Phasen einfach. Und ich glaube, da ist wichtig zu gucken, bin ich insgesamt einfach glücklich. Das ist super spannend, was du sagst. Ich hatte letztens mit meiner Mentorin ein ganz langes Gespräch über Burnout und sie meinte, Burnout ist letztlich der innere Ausdruck, dass du nicht mehr den ganzen dysfunktionalen Mustern standhalten kannst, die in dir wirken. Also, dass du an einem Punkt in deinem Leben bist,
wo die dysfunktionalen Muster so stark werden, dass es so offensichtlich ist, dass das, was du dysfunktional in dir lebst, mit dem Außen nicht mehr funktioniert, dass du sozusagen crasht, damit du anfängst, diese Muster aufzulösen. Und das ist so spannend, weil am Ende ist es ja genau, was du sagst, ne? Diese ganzen unterschiedlichen Lebensbereiche, wo irgendwas nicht mehr gepasst hat, ne? Wo du sagst, mein Leben fühlt sich nicht richtig an. Voll. So wie ich es lebe. Und ich finde, das ist auch so ein wichtiger Punkt, ne? Zu sagen, der Job ist dann meistens so das Hauptsymptom oder der Hauptpressure-Punkt, würde ich sagen, so der Dampftopf, der so am dollsten brodelt wahrscheinlich, weil wir da dann am meisten reingeben und in diesem Anerkennungsding auch drinne sind, ne? Deswegen bringen es, glaube ich, viele damit in Verbindung. Aber ich bin auch bei dir, dass es wahrscheinlich auf einer viel tieferen Ebene wesentlich vielschichtiger ist als dann in Anführungsstrichen nur Stress im Job. Total. Es ist ja am Ende auch so ein Hilferuf. Also ob du es jetzt Burnout nennst oder es sagen ja auch viele immer zu mir, Burnout ist keine Diagnose. Also es war eine mittelschwere Depression, glaube ich, stand dann auf dem Zettel vom Arzt. Ich nenne es halt Burnout, weil es bei mir eine Art Erschöpfungsdepression eben war. Also ich bin auch kein Arzt und kein Therapeut. Ich kenne mich da jetzt nicht genau aus, aber es gibt ja auch so wiederkehrende chronische Depressionen, ne? Depressionen aufgrund irgendwelcher Medikamente. Bei mir war es halt einfach so eine Erschöpfungsdepression. Ich habe mich so an meinem eigenen Leben eigentlich so erschöpft, ne? So in ganz vielen Bereichen. Und ich glaube, das ist auch so das, was man unter Burnout dann so im Volksmund versteht. So Menschen, die von Burnout sprechen, die auch mit mir jetzt in Kontakt sind, die ich kenne, ist halt so, ne, du lebst ein Leben, was nicht zu dir passt. Mhm. Genau wie du gesagt hast, du machst Dinge, die du eigentlich gar nicht machen willst. Mhm. Sagst super oft ja, obwohl du eigentlich nein sagen willst. Was dir gar nicht so auffällt, ne, wenn du da mal in diesem Hamsterrad drin sitzt. Aber so im Nachhinein denke ich mir halt oft schon so, krass, eigentlich auch voll schlau vom Körper so. Richtig schlau. Auch eine Depression, das hört sich jetzt natürlich hart an. Und ich spreche hier auch immer nicht für alle. Ne? Ich weiß, es gibt da ganz viele Unterschiede. Aber wie schlau vom Körper sowas zu produzieren, ja? Weil, also so eine Depression ist ja furchtbar schlimm, wenn man das einmal erlebt hat. Also das Gefühl, das kann, ich hätte niemals gedacht, dass es so ein Gefühl gibt. So total irre. Aber so im Nachhinein, wie krass, dass der Körper, es ist ja kein gebrochenes Bein, ne? Es ist ja dann die Psyche. Und wie krass, dass der Körper so was macht, um dich aufzuwecken. Ja. Und es muss halt auch so schlimm sein, damit du das halt kapierst, so, ne? Weil ich habe ja immer weitergemacht. Das ist es halt, ne? Der Körper legt dich lahm. So ist es. Damit du einfach nicht mehr handlungsfähig bist, um noch einen Tag länger so zu handeln, wie du es vorher gemacht hast, ne? Ja. Und deswegen mega schön, ich sag das auch in meinem Buch immer wieder, dieser Satz, du bist nicht schwach, du warst nur zu lange stark. Oh. Hat halt voll viel mit mir gemacht, so. Den hat halt damals meine Therapeutin zu mir gesagt und ich dachte mir so, boah, krass. Ist halt voll der Gamechanger, voll der andere Blickwinkel. Und du fühlst dich halt als wenn du eine Depression hast, natürlich super mies, ja. Du hast das Gefühl, du schaffst nichts, hast Selbstzweifel, das gehört auch alles so ein bisschen zum Krankheitsbild dazu. Und wenn du halt einfach diesen Satz dir mal so zu Herzen nimmst, dann denkst du halt so, krass, vielleicht habe ich einfach zu viel geschafft und nicht zu wenig, so. Wow. Ja, das verändert komplett die Perspektive. Und hier, wir haben im Vorgespräch auch einmal kurz drüber gesprochen und alle, die den Podcast hören, immer der Disclaimer auch, ne, an der Stelle, dass bei Depressionen, bei Burnout, bei Panikattacken, Angstzuständen, holt euch Hilfe. Also, ne, geht zum Arzt, holt euch professionelle Hilfe, sucht euch einen guten Therapeuten, eine Therapeutin, Psychologen, jemand, der euch wirklich auch auf der Ebene unterstützen kann, weil es oft eben einfach man selber gar nicht in der Lage ist, sich da rauszuholen, sondern wirklich auf einer ganz anderen Ebene Unterstützung braucht. Wie war das bei dir damals? Du hast vorhin erzählt, du hast gemerkt an unterschiedlichen Punkten, dir geht's nicht mehr gut. Du hast gesagt, du schläfst schlechter. Was würdest du sagen, war noch rückblickend für dich so, weil du hast ja auch schon gesagt, es ist ein schleichender Prozess. Das kommt ja nicht von heute auf morgen und wir machen immer weiter und denken, es geht noch, es geht noch, es geht noch, bis es halt irgendwann knallt. Aber vielleicht kann man ja auch schon früher sehen, okay, ich darf jetzt ein bisschen weniger stark sein, um gesund zu bleiben. Was würdest du sagen, waren so vielleicht die 3, 4 Hauptsymptome rückblickend, an denen du für dich jetzt festmachen konntest, ja, das geht gerade, mein Körper kommuniziert hier sehr klar mit mir und ich höre es noch nicht. Also ich glaube, was auch wichtig ist zu sehen, es gibt ja da auch so eine ganz, ganz große Bandbreite mit Angst. Ja, ich hatte auch als Kind schon Ängste. Ja, ich komme auch ein bisschen aus dem ängstlichen Elternhaus.
die können ja auch gut, man kann da schon selber viel machen dagegen. Mhm. So, ich glaube, da muss man einfach ehrlich sein, wie hoch ist denn mein Leidensdruck und wie stark bin ich jetzt schon in meiner Lebensqualität eingeschränkt. So. Und wenn ich halt wirklich das Gefühl habe, ich bin stark eingeschränkt, dann hier auf jeden Fall zum Arzt, ja. Und nicht selber dann googeln, ja, ja. Und sich selbst therapieren so bei Google. Aber ich glaube, was halt wirklich ein Punkt ist, was bei mir auch so war, dieser Verlust der Lebensfreude. Also, dass du halt wirklich, ich bin einfach, ich liebe das Leben normalerweise. Und ich weiß auch noch, ich saß beim Arzt und ich habe auch zu dem gesagt, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. So, ich liebe das Leben eigentlich. Mhm. Und da habe ich halt gemerkt, okay, ich finde das Leben irgendwie gerade auch gar nicht mehr so geil wie früher. Also ich habe einfach so ein bisschen, also ich war jetzt nicht so richtig lebensmüde oder hatte jetzt auch nicht so Suizidgedanken, aber ich habe einfach gemerkt, mir fehlt echt krass die Freude. So. Mhm. Also ich glaube, das ist echt ein riesen Merkmal, dass man einfach schaut, okay, habe ich echt noch Freude an den Sachen, die ich tue, oder tue ich einfach Sachen, wo ich überhaupt keinen Spaß dran habe? Ich glaube, das ist das. Bei mir war es halt so mit dem Schlafen. Aber ich bin da halt auch, ich schlafe einfach sehr gerne. Ja, same here. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Und für mich ist das halt schlimm, wenn ich nicht schlafen kann. Also es gibt halt so Menschen, mein Mann findet es jetzt nicht so schlimm, wenn der Mann nur 6 Stunden schläft oder so oder 5. Ich leide da halt, ja. Also und deswegen war das für mich halt, dieses Schlafen war für mich schon schlimm, weil ich halt wusste, okay, ich konnte mich halt sonst davor nachts immer erholen. Das hat mir dann auch gefehlt. Dann hat mir einfach körperlich auch die Kraft gefehlt. Ja, und diese Horrorszenarien. Ich habe halt so ein ganz übertriebenes, negatives Denken gehabt. So. Und das habe ich halt jetzt gar nicht mehr. Ich bin eigentlich schon eher so der Optimist. Aber ich habe halt immer das Schlimmste mir ausgemalt, so von allem. Und auch, ich konnte auch immer weniger mit Druck so von außen umgehen. Also so Termine von der Arbeit oder so, das hat mich, also es war mir einfach alles zu viel. Ich glaube, das war auch ein Satz, der immer wieder aufgetaucht ist, war dann auch so ein Merkmal, nur immer so, immer wieder dieser Gedanke, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht mehr. Das war auf jeden Fall auch, und das war dann, glaube ich, in der Kombination, und zum Schluss habe ich dann auch noch, aber das war dann eigentlich schon am Ende einen total krassen Ausschlag bekommen. Ach, also ich habe eigentlich kein Problem mit unreiner Haut normalerweise, weil ich sah aus, ich hatte hier das ganze Dekolleté voller so Pickelchen waren das, glaube ich, der ganze Hals, so, und war halt auch schon wieder, ne, sowas. Du kriegst halt so einen Hals und das will irgendwie raus und du willst aus deiner Haut raus und so. Da war ich gleich bei, weiß ich nicht, 3, 4 Hautärzten, keiner hat was gefunden. Und irgendwie, dann haben wir dann Heilerde und so drauf und dann, glaube ich, nach einem halben Jahr war es halt weg, ne, komplett. Und das war halt echt, das war die letzte Red Flag im genau. Körper. Das war so, und ich sag wirklich, also es war jetzt nicht nur so ein bisschen, ne, das war wirklich ganz extrem so. Wow. Und das kann halt alles sein, ne? Du kannst einsetzen, was du willst. Also wenn jetzt jemand zuhört, weil ich krieg so viele Mails auf Social Media jeden Tag, Christina, ich habe dieses Symptom und so, hattest du das auch? Und es ist ja eigentlich am Ende gar nicht so wichtig, was es genau ist. So, ich sag eh immer zum Arzt, ich war natürlich auch beim Arzt, weil du weißt ja, er weiß ja, natürlich nie, was ja, es ja, ist, ne? Ja. Aber es ist halt oft ist es dann einfach die Psyche und da hat jeder so ein bisschen was anderes. Ich krieg dann immer keine Luft mehr. Bei mir ist es so, ich atme dann ein, aber es fühlt sich an, als würde ich ersticken. Also es ist richtig krass. Wenn es bei mir zu viel wird, dann kenne ich aber so, auch. Also muss ich wirklich so atmen, weil also es gefühlt geht der Sauerstoff nicht in mich rein. So, das ist immer mein Red Flag. Ich weiß so, okay. So, wo der Körper wirklich sagt, so, ich krieg keine Luft mehr. Voll. Ist aber auch total oft so. Ja. Also dieses Atmen, Schwindeln, ne, das ist einfach ganz viele auch immer dieses, bei Angst immer einatmen. Ja, ja. Und vergessen, so auszuatmen. Das Halten, ne? Ja. Also ich weiß nicht, du hast ja auch schon 2 Kinder bekommen, ne? Ist auch bei der Geburt. Bei mir steht ja wieder eine bevor. Das Einzige, was wirklich hilft, ne? Oder vielleicht hast du noch ein paar andere Tipps. Bei der Geburt? Ja, atmen. Ne? Also bei der Geburt hat mir tatsächlich am meisten die Vorbereitung geholfen mit Hypnobirthing. Also wirklich mich ein halbes Jahr lang, ich habe jeden Abend eine Hypnose gehört und war dann wirklich in der Geburt, ich war so geprimed, also bei meiner zweiten Geburt, meine erste Geburt war ein bisschen anders, aber meine zweite Geburt war ja zu Hause und 2,5 Stunden und wirklich schön. Ja, es war richtig toll. Traumhaft. Und es war, also ich würde sagen, es war wirklich 95% meine mentale Vorbereitung. Das tatsächlich, das ist auch dieses zweite Ding, wo ich mir denke, da habe ich jetzt auch noch ein bisschen was vor mir, weil was mir gefehlt hat, ich habe ja auch schon ein Kind bekommen, mein Sohn wird 4 im Sommer und da hatten wir auch, ne, weiß ich nicht, 30 Stunden, wir mussten einleiten und es ging nicht voran und das war wirklich so Geburtsstillstand. Und da habe ich so richtig gemerkt, boah, ich wusste, ich bräuchte jetzt irgendwas, was mentale Stütze, so an was ich mich klammern kann. Ja. Irgendwie so, boah, ich irgendwas, aber es war so aussichtslos irgendwie. Ja.
Und da wusste ich natürlich auch nicht, dass du natürlich bei einer Geburt schon irgendwann sagen kannst, jetzt ist hier aber mal Schluss. So. Mhm. Und auch deine eigene Wünsche eigentlich da so ein bisschen. Ja. Ne? Du bist ja so ausgeliefert, so bei der ersten Geburt. Aber da habe ich auch gemerkt, boah, krass, wie was das für einen Unterschied macht. Ja. Das Mentale, ne? Dieses, ich schaffe das. Ja. Das und das so vorher visualisiert zu haben, deinem Körper es erklärt zu haben, das hat bei mir alles verändert. Also es war richtig, jetzt bin ich so, ja, also Geburt, klar, ist intensiv, aber so, ich würde es nochmal machen. Also nach der ersten Geburt war ich so, okay, nee. Jetzt nach der zweiten Geburt bin ich so, ja, ich weiß jetzt, wie es geht, so gefühlt. Ja, voll schön. Ja. Ich bin mal gespannt. Ja, wir nehmen es, wie es kommt. Ich drück dir die Daumen. Es gibt da Christina, ich glaube, sie heißt auch Christina. Die friedliche Geburt. Ja, kann ich da empfehlen. Ja. Okay, aber zurück zu dir, bevor wir jetzt in die Mama-Talks abschweifen, so 5 Stunden später. Okay, also du hast gemerkt, okay, irgendwas geht dir gerade komplett in eine falsche Richtung. 2016, du hast den Hautausschlag bekommen, du konntest nicht mehr schlafen, du hattest merklich weniger Lebensfreude. Du hattest immer wieder diesen Gedanken, ich schaffe das nicht. Was war der Moment, wo du für dich gemerkt hast, okay, ich muss jetzt zum Arzt oder ich brauche hier jetzt eine Krankschreibung, ich brauche eine Pause? Wie bist du da weiter vorgegangen? Also ich war tatsächlich dann erst beim Hausarzt, glaube ich, genau. Es war im Sommer 2016, glaube ich, war im August oder so. Da dachte ich ja noch, ne, das war ja auch so witzig. Ich bin jetzt 2 Wochen krank und danach gehe ich wieder arbeiten. Ja, dann dachte ich ja, da ist das alles auskuriert so. Und das ist auch so eine Frage, die ich so oft kriege: Wie lange dauert denn so ein Burnout? Wie lange dauert eine Depression? Wie lange hat es gedauert, bis du quasi geheilt warst? Und das ist natürlich auch das, was mich interessiert hat. Und das habe ich dann auch angefangen zu googeln. Mhm. Und der hat mich dann erstmal an einen Therapeuten weiter überwiesen. Da habe ich dann aber auch, glaube ich, nochmal gewechselt und dann nochmal was anderes gesucht. Und das hat dann, glaube ich, sich bis bestimmt 3, 4, 5 Monate gezogen, bis November oder so, wo ich wirklich das Gefühl hatte, okay, ich habe jetzt auch einen guten Arzt. Mhm. Und wo es dann wirklich so ein bisschen Schritt für Schritt bergauf ging. Mhm. Und das versuche ich halt auch immer wieder zu ermutigen, weil wenn mir Leute schreiben, ja, ich bin so unglücklich mit meinem Therapeuten, der versteht mich nicht, der belächelt mich, mir geht's danach schlechter als vorher so, dass man da auch echt sagt, ich suche halt so lange und das ist schwierig, mhm. ja, die Therapeutensuche, das kriege ich halt auch immer wieder gespiegelt so. Mhm. Teilweise musst du ein halbes Jahr warten oder sowas. Ja, das ist Katastrophe. Was schlimm ist für Menschen, denen es so schlecht geht. So. Ja. Aber da halt einfach nicht aufgeben, trotzdem weiter irgendwie telefonieren, ne? Und dann war es wirklich November, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt bin ich auf dem Weg der Heilung. Mhm. Aber dann hat es bestimmt noch 1 Jahr gedauert. Also ich glaube wirklich so im Sommer 2017, Herbst, wo habe ich mich selbstständig gemacht, wo ich dann gesund war. Und dann war es aber so, seitdem geht es mir halt besser als davor. Mhm. Und das ist halt immer das, was die Leute nicht so glauben können, weil die auch immer sagen, ja, aber kann doch nicht sein, dass du jetzt heute sagst, das Burnout ist das Beste, was dir passieren konnte. Mhm. Ob das jetzt ironisch gemeint ist oder sarkastisch. Und dann sage ich, nee, das ist mein voller Ernst. Also wirklich, so im Nachhinein, weil das Leben, was ich jetzt habe, ne, mit meiner Selbstständigkeit und das hätte ich früher, das hätte ich gar nicht für möglich gehalten. So was seitdem alles passiert ist, auch ja, einfach mega schön. Superschön. Was hat dir am meisten geholfen zwischen 2016 bis 2017? Und ganz kurz, bevor wir auf die Frage eingehen, mir kam gerade noch ein Impuls, weil wenn man ja in einer Depression ist oder wirklich in so einem Burnout steckt, hat man manchmal ja noch nicht mal mehr die Kraft, einen Therapeuten anzurufen oder eine Therapeutin. Deswegen als Idee, finde jemand in deinem Umfeld, deine beste Freundin, deinen besten Freund, deinen Partner, deine Eltern, die für dich anrufen. Total wichtig. Also das als, ne, weil ich glaube, es, so bevor man ne, da niemanden findet, sprich, hab 3 Leute oder okay. eine Person und sag, hilf mir bitte einmal die Woche 5 Leute anzurufen. Also setz dich mit mir auf die Couch und lass uns, aber ne, dass man auch guckt, du musst das ja nicht alleine machen und selbst so ein Anruf kann ja manchmal sich so anfühlen, wie wenn man gesund ist, irgendwie eine Doktorarbeit zu schreiben, von dem Druck, ne, obwohl es in Anführungsstrichen nur ein Anruf ist, fühlt es sich aber so an, wie nicht möglich.
Ja, und da vielleicht wirklich im Umfeld zu gucken, wer sind Menschen, denen man vertraut und wo man weiß, ne, die setzen sich zu einem und dann ruft man zusammen an. Also da auch nicht aufzugeben. Ja. Vor allem, weil ich das auch, ich bekomme auch solche Nachrichten und das tut mir immer so leid, weil ich meine, bei dir wird es ja noch viel krasser sein, ne, was du wahrscheinlich jeden Tag bekommst, aber du kannst ja nicht jedem helfen. So. Nee. Und das macht mich ja dann auch mal so fertig. Ich habe dann immer schon ein schlechtes Gewissen, weil ich versuche immer jedem zu antworten. Mhm. Also noch geht's, ja. Mhm. Aber es ist schon teilweise grenzwertig. Aber dann versuche ich halt auch immer, ne, Hotlines rauszugeben, zu sagen, such jemand, weil ich kann das ja nicht. Nee. So, ich kann ja nicht für jeden da anrufen, weil die mir genau das schreiben, was du sagst. Deswegen mega wichtig, sich nicht zu schämen und sich halt irgendjemanden zu suchen, der da mithilft. Ja. Weil das ist nämlich so, dass es super schwer ist, dieser Anruf. Ne? Wenn der erste mal gemacht ist, dann geht's auch. Ja. Und die Menschen im Umfeld, also die uns lieben, die freuen sich ja meistens, wenn sie was haben, wie sie uns helfen können. Ne? Also das ist ja auch dieses Gott sei Dank, ich habe jetzt irgendwas, wie ich helfen kann, weil man sich ja auch als Menschen im Umfeld oft so hilflos fühlt, wenn es jemandem so schlecht geht, vor allen Dingen psychisch schlecht, weil man kann keine Medizin geben, außer eine Umarmung quasi. Und also was würdest du sagen, 2016 bis 2017, so auf deiner Heilungsreise, was waren so die Dinge, die dir am meisten geholfen haben, auch diesen inneren Perspektivwechsel zu bekommen? Also was ich immer wieder sage, ist, wahrscheinlich liegt es auch ein bisschen daran, dass ich aus diesem Metier komme, ist halt dieses Schreiben, dieses Aufschreiben. Mhm. Ich habe als Kind schon ganz viel Tagebuch geschrieben, wenn es mir nicht gut ging und habe mich da so ein bisschen eigentlich selber therapiert. Und das habe ich ganz lange nicht mehr gemacht, auch kurz vor meinem Burnout nicht mehr. Und da habe ich wieder mit angefangen. Also ich habe, bestimmt 5 solche Bücher vollgeschrieben und das teilweise auch ohne Plan. Also ich habe da manchmal einfach so ein Selbstgespräch mit mir geführt, habe mich dann auch mit meinem Vornamen angeschrieben, habe mir so Mut gemacht. Ach krass. Manchmal habe ich Sätze aufgeschrieben, die ich gehört habe, einfach reingeschrieben. Manchmal habe ich wirklich so, was sind denn meine negativen Gedanken, so eine Spalte gemacht und was ist denn der realistische Gedanke? Also es hat mir auch total geholfen. Oft kommt dann so, ja, Ängste sind nicht realistisch. Sind sie nicht, aber das hilft schon, das halt immer wieder zu hinterfragen. Ja, was denke ich eigentlich gerade? Stimmt der Gedanke? Ist der wahrscheinlich? Weil oft passiert das ja gar nicht. Ja, natürlich nicht. Also und auch nur nicht mal, es ist nur nicht mal unwahrscheinlich, sondern manchmal hat man wirklich vor Sachen Angst, die passieren einfach nicht so. Mhm. Also und das ist halt, das hat einfach ganz viel für mich verändert, einfach dieses Aufschreiben. Mega schön. Und natürlich meditieren so. Mhm. Was ich nicht so konnte, ist in dieser krassen depressiven Phase, da hast du auch, oder ich glaube, es ist ein Anzeichen, was fast jeder hat, diese innere Unruhe. Mhm. Also ganz extrem. Mhm. Das war wirklich so wie kurz vorm Platzen. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Also nicht so ein bisschen dieses, wie ich es halt heute kenne, dieses Gestresstsein, sondern wirklich so fast unerträglich. Und da kannst du dich natürlich super schwer hinsetzen und sagen, ich meditiere jetzt mal eine Runde. Aber trotzdem dieses immer wieder versuchen und auch mit so Affirmationen, oder mit einer geführten Meditation, wo du halt dich ein bisschen an was halten kannst. Ne? Wo du halt nicht sitzt und so wartest, sage ich jetzt mal. Sondern einfach deinen Geist halt selber so ein bisschen ablenkst. Wann wusstest du, dass du nicht zurück in deinen alten Job gehst? Das ist eine gute Frage. Ach, mir wurde gekündigt, fällt mir jetzt gerade ein. Ach ja, mir wurde nach 6 Wochen gekündigt. Man muss aber sagen, es war eine kleine Firma, es war ein Familienunternehmen. Und ich war da halt so ein bisschen am Ende natürlich die Hauptperson, weil ich war ja Chefredakteurin. Und dann haben die mir nach 6 Wochen gekündigt, genau. Also dann war es eh klar. Okay. Und weil ich jetzt auch gerade überlegt habe, das war eigentlich, sowas. Okay, cool. Genau. Also ich meine, am Ende ja gut für dich. Ja, also ich wäre auch nicht mehr wahrscheinlich, ich wäre da nicht mehr zurückgegangen. Also das ist halt die Frage, wann wäre die Einsicht gekommen? Ja. Also mit der Selbstständigkeit, das hat bestimmt, das ist halt dann so in mir gereift, ne, dass ich dachte, ich würde gerne was Kreatives machen. Und ich würde halt gern was Sinnvolles tun. So. Mhm. Diesen Wunsch hatte ich halt ganz stark. Der hat mir auch, glaube ich, lange gefehlt in meinem Leben. Also auch diese Erfüllung im Job, diese Vision oder so, wie du es ja auch hast. Ne? Dieses, ich möchte mal was verändern. So. Und ich möchte Menschen, die mir halt vielleicht dann auch schreiben, es hat mir geholfen. Deswegen ist es einfach so unfassbar mit diesem Buch, weil das Allerbeste ist halt einfach, wenn dir Leute sagen, wow, du hast mir voll Mut gemacht. Ja. Es gibt nichts Schöneres. Nee, es gibt nichts Besseres. Also, und deswegen ist es halt so schön und es macht so viel Stress auch wieder gut, sage ich mal. Also das ist halt echt, ist halt unbezahlbar. So, ich sage jetzt auch nicht, macht euch alle selbstständig, ja. Aber für mich war das, glaube ich, auch auf dem Weg dann zu meiner Heilung, war das ein riesen
Schritt, was mir so viel Selbstbewusstsein auch gegeben hat. Ne? Und du bist ja da wahrscheinlich auch reingewachsen, sage ich mal. Ja, natürlich, ja. Am Anfang hatte ich auch gedacht, immer noch rein. Das schaffe ich nie. Ne? Hast du erst so einen Gedanken, das erste Mal irgendwas machen, erst mal einen Live-Workshop. Denkst du dir, wieso, das kann ich nicht so. Und dann machst du es. Und ich hatte jetzt vor kurzem einen Auftritt beim BR. Es war ein Live-Interview im Fernsehen. So. Da war ich auch, ich war dann so nervös. Und dann hatte ich auch so richtig Herzklopfen. Und ich gehe halt anders damit um. Ich sag mir, okay, was kann passieren? So. Du blamierst dich, irgendwie, was dein Blamieren auch immer ist, oder bist halt super nervös, oder Leute sehen das und denken sich, ja, die ist aber komisch drauf oder so. Aber dann denke ich mir halt immer, okay, du hast zwei oder bald zwei mega coole Kinder, du hast eine tolle Familie und so. Ist es echt so wichtig so? Also, dass du auch so ein bisschen von diesem Ding Perspektive immer wieder stellst. Und das hilft mir dann halt. Und dann ist das geschafft und danach, und ich weiß halt mittlerweile auch, boah, geil, wenn du das geschafft hast, danach das Gefühl, du freust dich halt so. Und du hast halt wieder was gelernt. Ja, und ich glaube, da ist halt dieses immer wieder Umdenken und immer wieder einen ersten Schritt gehen, weil wenn die Leute heute auch irgendwie Leute im Fernsehen sehen und denken, oh, das würde ich niemals schaffen, ja, aber die haben ja auch irgendwann mal angefangen. So. Und ich glaube, das ist wichtig, einen Schritt nach dem anderen zu gehen und halt dann immer wieder was zu machen, wovor man so ein bisschen Angst hat. Es muss ja nicht gleich der Riesenschritt sein und dann einfach zu sehen, wo ich schaffe das. Und ich glaube, das macht einfach dann ja, Selbstbewusstsein aus, wie das dann auch entsteht. Ne? Weil es entsteht ja oft aus schwierigen Situationen. Ja. Das heißt, würdest du sagen, dass eins der Dinge, die dir auch dabei geholfen, oder wenn du jetzt sagst, der Burnout war das Beste, was dir passiert ist, dein Leben mehr nach der Sinnhaftigkeit auszurichten? Also wirklich das zu machen, was für dich sinnvoll ist? Total. Aber das ist, vielleicht ist es auch eine Charakterfrage oder so, ne? Am Ende. Also vielleicht. Also ich denke, dass jeder irgendwo nach Sinn strebt, aber vielleicht ist es manchen wichtiger als anderen so. Ja. Und mir war das halt schon sehr wichtig. Also ich hatte immer das Gefühl, ich mache jetzt nichts irgendwie besonders Sinnvolles oder besonders was Leben verändert so. Also oder was wirklich hilft so. Ich hatte halt auch den Wunsch, einfach zu helfen. Ne? So. Mit welcher Idee bist du damals losgestartet? Also ich habe ja immer, weil viele mir jetzt auch schreiben so, ja, dass ich die Krankheit dann so zum Business gemacht hätte oder wie ich dann auf die Business-Idee gekommen bin. Aber ich glaube, die wenigsten erfolgreichen Menschen, die was tun, was sie von Herzen tun, denken sich, ach, jetzt hole ich mir aber meine Business-Idee aus dieser Krise. So, ja? Also so funktioniert das nicht. Oder ich glaube nicht, dass das, also ich glaube, das von Goethe, das Zitat, das muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll. Und so ist das halt nicht entstanden. Also ich habe angefangen mit Basteln. Ja, ich habe dann gebastelt, um auch meinen Geist abzulenken. Am Anfang von meiner Selbstständigkeit habe mit Firmen zusammengearbeitet und dann habe ich angefangen, meine Geschichte zu erzählen. Aber nicht mit dem Gedanken, ich verkaufe jetzt irgendwas so oder ich mache jetzt irgendwie diese Krise zu einer super Geschäftsidee. Selbst wenn, wäre es in Ordnung. Voll, aber ich glaube, so funktioniert das nicht. Nee, ich glaube auch nicht, aber selbst wenn, ist es ja total legitim. Also voll, aber ich glaube, weil mich eben viele fragen, ich möchte jetzt auch sowas machen, so Mails bekomme ich, ne? Ich habe jetzt auch eine Krise und ich möchte jetzt auch so eine Geschäftsidee oder sowas, aber so leicht. Nee, und so kam das auch nicht. Und ich glaube, da einfach zu gucken, jetzt habe ich einen Faden verloren. Aber was wollte ich eigentlich sagen? Dass du dann, dass sozusagen, wie du dahin gekommen bist, was du heute machst, war im ersten Schritt übers Basteln und bei Firmen hast du dann davon erzählt. Genau, also so ist es bei mir gekommen und das war jetzt nicht so, dass ich mir dachte, wie mache ich jetzt aus diesem irgendwie so ein Business oder so. Und ich glaube, es oft so, das entwickelt sich dann. Ja, und dann kommt die Idee und dann kommt noch ein Schritt und noch ein Schritt und dann fällt dir irgendwie was anderes ein, wo du noch was Sinnvolles tun könntest. Also ich richte eigentlich so das nach Sinn aus, meistens, ne? Oder wo ich mir denke, was könnte jetzt Mehrwert noch bringen. Total. Am Ende. Ja. Mehrwert. Wann hast du angefangen, dein Buch zu schreiben? Entspannt statt ausgebrannt. Herzlichen Glückwunsch übrigens zum Spiegel-Bestseller. Richtig nice. Richtig, richtig toll. Ja. Wie kam das dazu und was hat es auch mit dir gemacht, zu schreiben? Also tatsächlich, so wenn so diese ganzen Inhalte sind, glaube ich, schon in den letzten Jahren eigentlich entstanden. Also ich hatte immer so Notizen und ich hatte auch Blogbeiträge und sowas, wo ich halt immer, wenn mir was geholfen hat, habe ich es halt aufgeschrieben. Und deswegen, das Buch hat ja 25 Lektionen und es ist immer vorne so ein Übersatz, der quasi was verändert hat. Und es ist eigentlich jedes Kapitel so ein kleiner Gedankenwechsel oder so ein kleiner, in Anführungsstrichen, Game Changer, wo auch am Ende immer so eine kleine Übung dabei ist. Was mir halt auch total viel geholfen hat,
sind so Geschichten. Also es gibt ja super bekannte Geschichten, ne, vom kleinen Elefanten. Ja. Hast du, glaube ich, auch schon oft erzählt. Ja. Und da gibt es halt ganz, ganz viele. Und da sind halt auch viele in dem Buch drin, weil ich finde einfach, dass die bildlich nochmal so einen richtigen Unterschied machen. Ja. Da habe ich halt auch viel reingepackt. Und dann ist es irgendwie, floss es dann auf einmal. So ist es beim Buchschreiben irgendwie. Das kennst du wahrscheinlich auch. Ne? Am Anfang bist du so am Zusammensetzen und irgendwann ist es so, dann wird es so geschrieben. So ein bisschen. Ja. Das ist auch gut. Musst du oder willst du? Lektion 17. Das hat auch übrigens einen riesen Unterschied gemacht bei mir. Also da hat mir eine Therapeutin auch zu mir gesagt, weil ich immer dachte, ich habe vor was Angst und dann muss ich es machen, ja, und danach geht's mir besser. Mhm. Und so habe ich mein Leben halt gelebt und dann dachte ich mir, ja, aber wieso geht's mir denn nicht besser, wenn ich was mache, bevor ich Angst habe? Hat sie gesagt, ja, die Frage, die doch zuerst kommt, ist, wollen Sie es überhaupt tun? Mhm. Vielleicht haben Sie Angst, weil Sie es nicht machen wollen. Dann dachte ich mir so, krass. Mhm. Das ist voll der Unterschied und das empfehle ich auch immer wieder, ne? Egal was es ist, Flugangst, Lampenfieber, Prüfungs, willst du das gerade überhaupt? Du musst auch nicht fliegen, so. Also jetzt Klassiker Flugangst, manche wollen nicht in Urlaub, das machen es halt nur für die Familie oder für die Freunde oder für den Ehemann, weil der total gerne reist, aber wenn ich da nicht hin möchte, dann fliege ich halt nicht. Ist ja voll okay, man muss nicht fliegen, so. Und das ist mit allem so. Also ich reise halt gerne, so. Ich setze mich dann schon ins Flugzeug, weil ich halt gerne an den Ort möchte. Aber es muss ja nicht so sein, das gilt halt für alles im Leben, ne? Wenn ich ein Mensch bin, der auch nicht jedes Wochenende Party machen will und mich dann dahin quäle, nur weil meine Freunde das wollen. Also das macht so einen krassen Unterschied und es hat auch einen Weg. Ja. Weil ich wusste dann auch nicht mehr so genau, will ich das jetzt eigentlich so? Hm. Oder wollen es die anderen? Lektion 2, ich bin ich und die anderen sind die anderen. Kannst du da nochmal kurz drauf eingehen? Weil ich glaube, das ist auch so wichtig, dieses sich selbst zu erlauben, den eigenen Weg zu gehen. Ja, voll. Also da geht's halt auch so ein bisschen um Social Media, ne? Und Freunde. Also was bei mir damals auch war, ich bin jetzt schon 41 und ich habe das erste Kind mit 37 bekommen. Und als ich meinen Burnout hatte, war ich so, glaube ich, 34. Und ich hatte halt auch dieses, alle meine Freunde waren verheiratet, alle meine Freunde hatten Kinder. Das kam bei mir dann noch on top, weil ich hatte immer einen riesen Kinderwunsch. Mhm. Dass ich mir dachte, wie soll ich das jetzt noch schaffen? Jetzt bist du so psychisch am Ende, so dass du jetzt auf keinen Fall Kinder kriegen kannst. Wann wirst du wieder gesund? Ja, dann noch mehr Druck, ne? Wann wirst du wieder gesund? Was machst du dann überhaupt? Du hast auch gar keinen Job. So, ich schreibe das auch am Anfang, so ich hatte halt gar nichts mehr so gefühlt. War natürlich auch nicht so, aber so habe ich mich halt gefühlt. Und alle meine Freunde, wie gesagt, hatten halt schon mit 30 oder so Kinder bekommen. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich schaffe das irgendwie alles zeitlich gar nicht mehr. Und es ist auch mega spannend, dass Leute mich halt jetzt auch anschreiben, ne? Genauso, oh, Christina, ich bin 35 und ich wünsche mir Familie und ich habe irgendwie so Angst, dass das alles nicht mehr funktioniert. Und das ist halt ein Thema, was voll viele Frauen umtreibt, auch heutzutage, ne? Dass Menschen werden einfach so ein bisschen älter. Und also ich glaube. Wie bist du denn dann für dich damit umgegangen? Also wie bist du da wieder dann trotzdem ins Vertrauen gekommen oder in die Entspannung gekommen? Ich glaube, und deswegen heißt das Kapitel auch so dieses ich bin ich und die anderen sind die anderen, dass ich halt meinen eigenen Weg gehe so. Mhm. Und ich habe da auch einen Satz geschrieben, ich glaube, der steht auch in dem Kapitel. Mein Leben ist im Fluss und es passiert alles zur richtigen Zeit. Mhm. Also das hat mir total geholfen. Und was ich halt auch jetzt, wo ich so Mut machen möchte, ich weiß natürlich, dass es auch ein Glück ist, ne? Ich bin 41, das zweite Kind hat sofort auch funktioniert, aber es war einfach auch mein Wunsch und ich dachte mir, ja, so what? Also meine Frauenärztin war dann Gott sei Dank auch so cool, die hat gesagt, ja, wieso? Ich war auch 40, so alles cool. Versuchen Sie es, wenn Sie möchten. Und es wird jetzt auch ein Mädchen, ja, wir haben uns so sehr ein Mädchen gewünscht und auch diesen, einfach nur dieses, es kann halt auch gut werden alles, so. Und wenn du halt mit 40 jetzt das zweite Kind kriegst oder mit 41 oder weiß ich nicht, 44 bist, dann ist es halt auch, sondern es ist halt einfach dein Weg. Und einfach zu gucken, ja, ich lebe mein Leben halt so, wie es für mich richtig ist und wie sich es für mich entwickelt. Und manchmal zeigt dich der Weg halt auch erst so ganz klassisch, indem du den gehst. Und ich glaube, das ist wichtig, sich immer wieder so ein bisschen zurück auf sich selbst zu besinnen und was ich will, weil du kannst halt nichts erzwingen, ne? Ja. Also, du kannst am Gras ziehen, wächst nicht schneller, so wie man immer sagt. Das macht es ja dann eigentlich eher noch schlimmer. Mhm. Und bei mir hat sich am Ende alles dann so gefügt, wie es sein sollte. Und ich glaube, es ist oft so, dass das am Ende so kommt, wie es sein soll. Das hilft dann natürlich, in diesem Vertrauen zu sein, ne? um einfach
in dieser Entspannung zu sein, dass es so kommt, das macht es dann auch ein bisschen einfacher, dass es so kommt halt meistens, ne? Als wenn man versucht, es dann zu erzwingen. Hat dir, oder anders gefragt, würdest du dich als einen spirituellen Mensch bezeichnen? Und wenn ja, was bedeutet für dich Spiritualität? Und wie lebst du deine Spiritualität? Und wie hat dir auch Spiritualität in der Zeit geholfen, wo es dir vielleicht nicht so gut ging? Gutes Thema, weil ich da auch immer so ein bisschen zwiegespalten bin. Also ich würde mich schon als spirituell bezeichnen irgendwo. Mhm. Aber ich glaube, was halt wichtig ist und was ich auch gerne weitergeben möchte, was halt oft so auf dem Markt ist, ja, du musst es nur genug wollen, yeah, und dann passiert es auch. Und ich finde es halt super schwierig, wenn du halt Leuten, die eine Depression haben oder Angst haben oder die Krebs bekommen, ne, sagst, ja, du hast jetzt Krebs bekommen, weil du halt irgendwas nicht, ja, so genug wolltest. Ja. Oder du hast es jetzt unterbewusst dir manifestiert, also was das auch mit Menschen, ja, macht. Ja. Und es gibt ja, ja, so ganz schlimmes Schicksalsschläge. Also ich glaube, ja, dieses, glaube ich, habe ich sogar auch ein Kapitel darüber geschrieben, dieses, du musst es nur genug wollen und dann passiert es auch, ja, ist halt so ein bisschen fatal. Auf jeden Fall. Und das verkaufen ja manche so als Spiritualität. Ne? Dieses Manifestieren kann man ja super falsch verstehen. Ja. Und ich glaube, da muss man einfach aufpassen. So. Und auch, ja, Coaches, die so unfassbar viel Geld von dir möchten, das finde ich auch immer so ein bisschen, ja, schwierig. Ne? Das ist auch so ein Trend, dass auf einmal ein Coaching irgendwie, weiß ich nicht, 10, 15, 100.000 Euro kostet. Ja. Also wo du wirklich auch kranken Menschen so ein bisschen das Geld aus der Tasche ziehst. Also ich glaube, davon möchte ich mich schon abgrenzen. Ja. Aber Spiritualität heißt ja auch so zu sich selber finden, ja, ne? Auf sein eigenes Herz hören. So ein bisschen, dass in der Stille auch die Antworten liegen, so für mich. Ne? Und das ist, würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Und natürlich, ja, dass ein Mindset am Ende einen totalen Unterschied macht, wie du es bei der Geburt erzählt hast. Und ich habe es ja auch selber erlebt. So. Ja. Also ich glaube, deswegen würde mich auch mal deine Meinung interessieren, weil du ja viel tiefer in diesem, mhm, Thema auch drin bist, ne, mit dem Manifestieren. Mhm. Wie du mit Menschen, ja, umgehst oder sprechen wirst, die eben so schlimme Schicksalsschläge erfahren haben. Weil ich das auch selber immer natürlich super schwierig finde. Es ist super komplex. Und ich glaube, was du gerade auch gesagt hast, worum es geht, ist für sich selber einen Weg zu finden, so gut wie möglich mit der Erfahrung umgehen zu können. Für manche kann es helfen, voll in die Selbstverantwortung zu gehen und zu sagen, ne, okay, was hat das mit mir zu tun? Warum ist es in meinem Leben? Einfach weil es dich in diese innere Haltung bringt von, okay, dann kann ich gefühlt auch mehr daran ändern. Also es kann ja auch was einen positiven Effekt auf einen haben, sich wirklich voll und ganz auf diesen Standpunkt zu stellen. Weil du auch so ein bisschen Kampf dann aufgibst, genau, ne? Immer gegen diese, ja, Realität, genau, dann auch zu kämpfen. Genau. Also das ist das eine. Und ich glaube, gerade wenn wir über Manifestieren sprechen oder Persönlichkeitsentwicklung oder egal worüber wir reden, jeder Mensch ist so einzigartig und so komplex in sich. Und ich glaube, du kannst nicht das eine nehmen und es auf alle übertragen. Sondern ich glaube, worum es geht, ist für sich selber immer zu gucken. Und ich glaube, das ist ein guter Maßstab. Tut mir das gut? Voll. Und wenn die Antwort auf die Frage nein ist, tut mir der Gedanke gut, die Krankheit hat was mit mir zu tun? Ja, okay, dann lass mich doch mal gucken, was könnte sie mit mir zu tun haben. Mm. Tut mir der Gedanke nicht gut? Ja, dann hör auf, ihn zu denken. So, dann don't go, also dann geh diese Straße, ja, auch nicht runter. Voll richtig. Und das ist ehrlich, das ist mein Ansatz. Wirklich immer für jeden zu gucken, so undogmatisch wie möglich zu sein und immer zu gucken, tut mir das gut? Was brauche ich gerade? Was wäre für mich das, was den höchsten Heilungseffekt hat? Ja, für manche ist es krass wissenschaftlich vorzugehen, ne, sich nur irgendwelche Statistiken anzugucken. Für manche ist es so komplett in das Spirituelle reinzugehen. Für manche ist es die Mischung. Für manche ist es der rein medizinische Weg. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, jeden in seiner Individualität zu respektieren, zu sehen und zu gucken und auch Menschen, denen es hilft, das zu lassen. Voll. Und Menschen, denen es nicht hilft, auch das zu lassen. Was ich immer schwierig finde, ist dieses, es geht nur so oder es geht nur so. Nee, es geht so und so. Und für den einen geht es so und für den anderen so. Und einander in dem zu respektieren, was füreinander funktioniert, das ist meiner Meinung nach der Schlüssel. Und ich glaube, und davon bin ich persönlich tatsächlich fest überzeugt,
ich bin fest davon überzeugt, dass unser Mindset eine große Rolle spielt. Ja, also und das, dass wir definitiv, wenn wir irgendwie einen Sinn in der Erfahrung finden, dass es uns damit besser geht. Also das glaube ich einfach in dem Moment, dass ja zum Beispiel Viktor Frankl, ne, Man's Search for Meaning, der in Auschwitz war, der selber Psychologe war, der hat ja die Logotherapie entwickelt, wo es wirklich darum geht, zu heilen, indem du einen Sinn in der traumatischen Erfahrung findest. Und das resoniert mit mir persönlich einfach sehr. Aber auch da wieder, das resoniert mit mir. Das heißt nicht, dass es für alle gilt. Ist aber übrigens auch das, was meine Therapeutin mir damals gesagt hat. Also, dass sie auch gesagt hat, einen Sinn in dem zu finden, was dir passiert ist, macht einen enormen Unterschied auch auf dem Heilungsweg. Also ich glaube, da sagt die Wissenschaft auch dazu. Ja. Stimmt da auch zu, auf jeden Fall. Und deswegen glaube ich, alles, was dogmatisch ist schwierig, finde ich. Also alles, was ist es und nicht so, bin ich immer gleich so, okay, dann ist es wahrscheinlich nicht so. weil dafür sind wir zu komplex, dafür sind die Menschen zu komplex, dazu ist unsere Psyche viel zu komplex. Aber ich würde dennoch immer felsenfest unterschreiben, dass unser Mindset einen Einfluss darauf hat, wie es uns geht. Dass es sich lohnt, hinzugehen und auch zu, ne, was du vorhin gesagt hast, Gedanken zu überprüfen, zu gucken, sind die stimmig? Woher kommen die? Bringen die mir was? Sind die gut für mich? Und wenn nein, für sich einen Weg zu finden, und da gibt es ja so viele tolle, unterschiedliche Arten und Weisen, da hinzugehen und damit zu arbeiten. Und zum anderen eben immer auch bei einem Schicksalsschlag oder auch bei extremen Veränderungen im Leben, weil ne, da gibt es große, kleine, aber ich glaube, wir alle gehen durch Krisen im Leben. Und mir persönlich hilft es einfach wahnsinnig, immer wieder dahin zu gehen und zu sagen, okay, wozu passiert mir das? Was darf ich gerade lernen? Und ich kann aus meiner Erfahrung in meinem Leben sagen, dass die Dinge, die mich wirklich am meisten in mir erschüttert haben, die Dinge, wo ich wirklich kurz auch gar nicht wusste, wie geht's weiter, das waren die Momente, wo sich was in mir, so wie bei dir, plötzlich richtig neu zusammengesetzt haben. Also gefühlt müssen wir manchmal innerlich zerspringen, damit sich das wie so ein Mosaik wieder zusammensetzen kann, aber so, dass es für uns stimmig ist. Weil vorher hatten wir manchmal einfach nur einen Spiegel in uns, der aber von jemand anderem war und nicht unser eigener. Voll. Ja. Und deswegen, ja, bin ich voll bei dir. Also es ist Es wird halt viel Unfug getrieben, glaube ich, gerade so, klar, ne, in der Coaching-Szene in diese Richtung. Aber es hat ja wie alles im Leben, ne? Es steckt überall so ein Funke Wahrheit drin. Aber was ich auch immer versuche weiterzugeben, ist genau das, was du gesagt hast. Fühl in dich rein, fühlt sich für dich gut an, dann tu's, ja? Es ist ja schon der einfachste Tipp für ein glückliches Leben, ist ja schon, tu mehr von dem, was dir gut tut. Ja, und tu weniger von dem, was dir nicht gut tut. So. Ja. Aber das ist für viele voll schwer. Ja. Weil die so auch konditioniert sind, immer die anderen, wie ich bin ich, die anderen sind die anderen. Die anderen wissen das, was gut für mich ist. Ich finde das so witzig, weil ich dann immer so Mails kriege. Ich habe aus deinem Buch die Übung, die finde ich total toll. Ich habe das so gemacht, ist das jetzt so richtig? So? Ja, okay. Und dann sage ich so, ich kann dir nicht sagen, ob das für dich richtig ist. So, also auch zu lernen. Mhm. Und das ist ja auch so ein bisschen Spiritualität, ne? Wieder sich selber zu vertrauen und auf sich selber zu hören und seinen eigenen Weg zu gehen. Ja, absolut. Mega wichtig. Voll schön. Ich stelle ja all meinen Gästen immer dieselbe Frage im Podcast. Du kennst die Frage wahrscheinlich. Stell dir vor, irgendwann ist der letzte Tag deines Lebens. Du lebst noch ganz, ganz lange, hilfst noch ganz vielen Menschen, auch gerade nach einem Burnout wieder in ihre Kraft zu kommen. Irgendwann ist aber der letzte Tag deines Lebens. Und ich würde zu dir kommen und sagen, Christina, hier ist ein weißes Blatt Papier und ein Stift. Und du hast jetzt die Möglichkeit, auf dieses weiße Blatt Papier 3 Dinge zu schreiben, wenn sonst nichts von dem da bleiben würde, was du bis jetzt gesagt hast, was würdest du aufschreiben? Ach, gute Frage, ja. Ich glaube, ein Satz, der mir total geholfen hat, ist, auch das wird vorübergehen. Habe ich auch in meinem Buch auch so eine Geschichte von einer Königin, ne, wo das in dem Ring steht, hat mich total berührt, weil wir oft, es ist im Positiven wie im Negativen so, aber es ist eigentlich ganz cool, dass es auch so ist. Weil oft ist es natürlich so, das Positive wollen wir für immer haben, aber so kann es halt auch nicht sein. Ich glaube, der Satz, irgendwie mich tröstet der. Also in negativen Phasen so und so. Ne? Weil bei denen denken wir ja immer, wir werden für immer leiden. Und das ist auch das, was ich in meinem Buch schreibe über Burnout und Depression. Man könnte ja immer mit so einer schlechten Phase umgehen. Also ich glaube, im Leben geht es ja darum, schlechte Phasen. Wenn ich dir jetzt sage, dir geht es eine Woche schlecht.
dann sagst du vielleicht, ja, okay, ist nicht so geil, aber die Woche halte ich durch. Aber der Gedanke, der dich ja eigentlich so in die Verzweiflung bringt, ist, es geht jetzt immer so weiter. Es wird niemals aufhören. Und das ist das, was oft eine Depression macht, diese Verzweiflung. Also und ich glaube, dieses auch dies wird vorübergehen, mega wichtiger Satz. Und den Satz, den ich ganz am Anfang gesagt habe, finde ich einfach auch schön, dieses du bist nicht schwach, du warst nur zu lange stark. Also den gebe ich auch immer, den sage ich dann auch immer gerne, wenn ich das Gefühl habe, jemand macht sich wieder selber so ein bisschen fertig. Und der dritte ist, glaube ich, du hast das mal gesagt, aber ich weiß gar nicht, ob das von dir ist, sei immer dort, wo deine Füße sind. Finde ich auch mega schön, weil vieles, was wir, glaube ich, 90% des Tages tun, ist, uns entweder mit der Gegenwart irgendwie zu streiten, zu denken, mit der Vergangenheit und denken, die ganze Zeit hätte anders kommen müssen oder sein müssen, oder wir malen uns halt irgendwie einen Horror über die Zukunft aus, ne? Und dieses im Moment sein, ich merke das so krass bei meinem Sohn, das schaffe ich natürlich auch nicht immer, ne? Mutter, selbstständig und so, aber wenn ich voll im Moment bin, der merkt es so krass. Ja. Ich kriege da manchmal Gänsehaut und dann könnte ich manchmal fast schon weinen, weil dann sagt er auch plötzlich, oh Mama, ich liebe dich. Ja. Einfach so. Ja, das ist bei meinen Kindern auch. Oh, und das rührt mich dann so, denke ich mir, boah, krass, das ist der richtige Weg so. Ja. Weil der das so krass widerspiegelt auch. Und ich glaube, das ist auch was, dieses einfach mehr sein im Moment sein, so. Mega wichtig. Voll schön. Danke fürs Teilen. Sehr gerne. Wie erreichen dich Menschen am besten, wenn sie mit dir in Kontakt treten möchten? Ich glaube, so am einfachsten über Instagram. Mhm. Da heiße ich tatsächlich nicht Christina Hillesheim, also mein Name steht auch dabei, da heiße ich @happydings, weil ich mit Happy Dings angefangen habe, ist meine Marke. Und das war so ein bisschen mein Motto, nimm dein Glück selbst in die Hand. Mhm. Witzigerweise damals aufs Basteln bezogen. Lustig. Hat aber so krass gepasst, ne? Also @happydings findest du mich auf jeden Fall auf Instagram. Ansonsten habe ich auch einen Podcast, der heißt einmal Burnout und zurück, wo ich ganz viel von meiner Geschichte erzähle. Und ich glaube, das Buch kriegst du überall, wo es Bücher gibt, da glaube ich. Wer entspannt sich das statt ausgebrannt. Mega cool. Genau. Ich freue mich schon drauf, es zu lesen. Richtig gut. Danke dir, Christina. Vielen Dank für das mega schöne Danke Gespräch. Danke dir. Ist eine Riesenehre gewesen. Ich habe schon gesagt, seit 2016 verfolge ich dich auch. Du warst, glaube ich, die Erste damals und so, die damit losgegangen ist. Deswegen, du hast uns allen so ein Riesengeschenk gemacht. Das hörst du wahrscheinlich so oft. Aber ich wollte es dir trotzdem nochmal sagen, weil es echt so ein kleiner Fangirl-Moment auch war heute, weil es echt, weil du eine Riesenbereicherung auch bist, ne? Weißt Dankeschön. Du selber. Aber danke, das bedeutet mir sehr viel. Und ja, ich bin ganz beseelt nach unserem Gespräch. Ich finde es richtig schön und ich freue mich sehr für dich, dass du das so in die Hand genommen hast und was so Geiles daraus hast wachsen lassen auf diesem Boden, ne, den du erstmal umgraben musstest und dann so schön gesät hast und jetzt irgendwie dein Leben so aufblüht. Das ist einfach richtig toll. Also vielen, vielen Dank. Es erinnert mich so vom Bild. Ich habe gestern ich liebe den Salvador Salgado. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ein ganz toller Fotograf, Brasilianer. Und der hat von seinen Eltern in Brasilien eine Farm übernommen. Und es war so eine Cattle Farm, also eine Rinderfarm, die komplett abgeholzt haben. Und er hat mit seiner Frau in den letzten 30 Jahren diese Farm komplett neu bepflanzt. Und ich habe gestern die Satellitenbilder gesehen. Das eine Satellitenbild, ich glaube, irgendwie aus 1970 und jetzt das Satellitenbild aus 2023. Und damals war es halt einfach nur grausandige Erde. Also wirklich so, wo du denkst, hier wird doch nie wieder was wachsen. Ja, also wirklich tote Erde. Und heute ist es einfach ein Urwald, wo es wieder Wasserfälle gibt. Und wo, ich glaube, weiß nicht, wie viele Spezies jetzt wieder leben. Und es einfach so krass ist, dass ja in dem Moment, wo man anfängt zu pflanzen, da einfach ein ganzer Urwald wieder entstehen kann. So ist ja bei dir auch so ein bisschen. Ja, und nicht nur bei mir, Gott sei Dank, sondern halt bei ganz vielen anderen. Ja. Ne? Und ich glaube, dieses, ja, wenn ich was machen kann mit dem Buch oder mit dem, was ich tue, ist einfach Menschen Mut machen, die in irgendeiner Art von Krise sind, dass es danach halt auch echt wieder richtig cool werden kann. Yes. Danke, Christina. Vielen, vielen Dank. Sehr Danke gerne. Für das schöne Gespräch. Ich hoffe, du bist gerade sehr inspiriert hier aus dieser Folge herausgegangen und spürst die Liebe, die in diesem Interview war. Und ich hoffe, dass du sie gerne, gerne natürlich auch weiter teilen kannst mit Menschen, die das hören dürfen, die gerade vielleicht an einem ähnlichen Punkt sind oder wo du merkst, er oder sie, die steht, glaube ich, kurz vor dem Burnout und vielleicht wäre das auch noch mal eine Inspiration, da reinzuhören. Genau, oder steckt mittendrin im Burnout.
oder ist raus aus dem Burnout, teile es auf jeden Fall gerne. Und wie gesagt, bei mir ist dieser Monat so packed mit excited things, so to say. Mein Secret Podcast ist gelauncht. Du kannst ihn dir jetzt anhören. Insgesamt 10 Folgen, 5 Tage lang werden jeweils 2 Folgen veröffentlicht. Immer eine Solo-Folge, eine Coaching-Folge. Und du bekommst ganz, ganz viel Inspiration zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, zum Thema Money Mindset, Sichtbarkeit, ins Handeln kommen, ins Umsetzen kommen. Also, wenn du gerade eine Motivationsspritze brauchst, I tell you, das ist der Podcast. Ich wünsche dir viel Freude dabei und wie gesagt, 19.06. kannst du dich anmelden für meine Spiritual Life Coach Ausbildung. Alle Infos dazu gibt es hier auch in den Shownotes. Es wird dann auch ein Live-Webinar noch geben am 19.06., wenn du da gerne mit dabei sein möchtest. Zum Thema Coaching und die größten Blockaden, die wir Coaches manchmal so haben, um ins Handeln zu kommen. Also komm da gerne vorbei. Alles in den Shownotes. Klick dich durch, melde dich an, sei dabei, hab eine gute Zeit. Fühl dich jetzt von Herzen umarmt. Schau natürlich wie immer auch gerne auf Instagram vorbei, @LauraMarlinaSeiler. Lass dich da inspirieren und ich höre und freue mich über deine Kommentare. Und ja, jetzt genug geschnackt hier. Hab einen wunderschönen Tag. Schön, dass es dich gibt. Rock on und Namaste. Deine Laura.